Wer wieder einmal so richtig urchigen Jodlergesang hat wollen hören, der ist am Wochenende in Wollhausen goldrichtig gewesen. Das Jodl-Doppelquartett Bergbrünneli Wollhausen hat eingeladen zu Konzert und Theater. Was soll man auch über ein Jodl-Konzert lang reden oder schreiben? Lassen wir doch lieber zu diesen glasklaren Stimmen unter der Direktion von Ernst Steffen. Wir hören jetzt das alte Lied von Beat Jäcki und von Werner Felder. Mit dem hat das Jodl-Doppelquartett Bergbrünneli am Zentralschweizerischen Jodlfest heuer Noten sehr gut gehalten. Herzliche Gratulation! Oh!
Durchs Programm führen Lucia Wermelinger und Evelyn Wicki. Und sie konnten auch gerade die nächste Gruppe ansagen. Aufstand und bereit gemacht haben sich jetzt unser Bergbrunnen Kinderchörli. Unter der Leitung von der Andrea Fankhauser mit musikalischer Begleitung von Adamo Heller hören wir jetzt das Regenbogenlied. Seppi Koch hat sich natürlich für einen so schönen Vortrag recht herzlich bedankt. Auch dieses Jahr haben wir wieder unter der bewährten Direktion von Ernst Steffer ein abwechslungsreiches Liederprogramm zusammengestellt und haben so dementsprechend gesamtlich vorbereitet. Ich hoffe, wir haben für jeden Geschmack hier im Saal etwas im Kräftchen. Sicher nach dem Geschmack vom Publikum ist auch das Ländertrio Dominik Schärli gewesen. Lassen wir hier ein paar Takte. Im zweiten Teil hat der Straub einen Schwank für eine Stimmungshöhe und sonnige Lacher gesorgt. Unter der Regie von Ernst Hechler und dem Stefan Schärli sind die Schauspieler beim Stück «Besenhex» zur höchsten Form aufgelaufen. Du hast doch gesagt, das geht! Und lachen musst du schon gar nicht! Spielt Lucia Bürgler aus Trix, die zu ihrem Glück unbedingt mit einem Besen möchte fliegen und dabei eine Bruchlandung nach der anderen hinlegt. Und hast du gesagt, es sei dir so lieb, wenn du schon auf einem Besen hocken könntest, ist gerade in die Luft mit. Und gestern Abend habe ich so am Fernsehen gesehen, da ist eine noch mehr sofort geflogen mit. Eben siehst du, ich bin weit vor dem Tag gesagt, es ist
Knecht, der Gusti Hauser, gespielt von Peter Braun, wo durch die Frauen und das Rheuma flachgelegt wird. Eine super Frau. Clara, gespielt von der Brigitte Meier, aus wortgewaltige Schwester. Und sie, weißt du, hat sie? Einfach ein super Bösmantel. Und dann stellt er ein ganz kleines Zelt auf. Träger! Ja, Mensch! Ja, aber was ist doch sofort gegangen? Zum Glück bin ich nie an. Ein Schreiber! Träger, komm! Was schaust du so weigere? Ja, ja, komm mal grad, der spielt mich da wegen dem Umweltschutz. Was ist eigentlich da wegen dem Umweltschutz? Ja, und denkst du an deine knappe Verpackung? Die einen kommen, die anderen gehen, bei den einen vertreibt er das Maul, bei den anderen die Augen. Dida, gespielt von Anja Huber, eine weitere Schwester. Das liebe Babeli? Klar, natürlich. Warum heiratest du mich mit dir? Beim Stichwort heiraten verschlägt sie ihm die Sprache und sie ihm auf den Rücken. Der Lukas Bühler aus zart beseiteten Schmetterlingsforscher schleicht sich wie ein Käferli ins Herz von schönen Frauen. Was ist jetzt? Ja, wisst ihr, ich bin darauf furchtbar putzelig. Ja, pass auf. Ja, und weh tut's dir nicht? Ah! Ich bin zum besten drücken. Mama, der ist recht geschwollen. Da machen wir am besten kalte Umschläge. Nur einen Moment, ich gehe gerade etwas holen. Aber wie bringen wir jetzt dich wieder auf den Zeltplatz runter? Auf eine familiäre Betreuung kommt drauf ab. Divan Portmann und seine Mutter. Also, komm mal zum Motto. Zwar hat er den Fuß verstaucht, doch der Kopf ist noch recht beweglich. Richtig vermutet, wenn der Max Häcklin, gespielt vom Ernst Reit, auftritt, dann geht es auch ums Bergsteigen. Es ist wichtig, dass so ein Haken nicht lässt, gell? Sonst würden sie ja dann noch abgestürzt und das wäre doch schade, gell? Ja, um mich? Nein, um den Haken. Und vor allem, überleist du nicht, was du sagst. Der Sepp Haufenstein spielt Walter Näpfli, der Herr des Hauses, man sieht's. So wie sie auch gerne, mit Speckwürfeln und Zwiebeln und ein bisschen Butter dran, so wie sie gerne, gell, meine Lieben? Nur wenn die keine Geldsorgen nicht haben. Ja, wegen Geld hat schon Mengen überstellt. Aber zum Glück gibt es ja reiche Damen. Warum geht der Warum? Wenn der Walter Näpfli die Vergangenheit einhält, dann kann sie ihm von hinten an die Schulter tippen. Wieso hat er sich so pressant, sich aus dem Staub in den Stall zu machen? Was wird das auf den Knecht machen? Der ist im Stall und rührt mir noch den Muni über den Rücken. Da komme ich dann schon noch drauf. Und einmal ist er sogar später heimgekommen, weil er die Kiste hat müssen. Ach. Aber er hat nie gesagt, warum. Ach so, habe ich noch fast vermutet. Hat er etwa nicht das Hündchen, so einen militärischen Weg? Das ist verflixte Angelegenheit, das mit der Kiste im Militär.
Und das mit der Kiste, nicht im Militär. Ich bin hier so in Zeit. Kann ich dir auch etwas dazu sagen? Das Publikum hat man nicht im Dunkeln sitzen. Es war hell begeistert von diesem Lustspiel in drei Akten von Hans Welti. Telenap wird nach Möglichkeit später ein Stück in der ganzen Länge ausstrahlen. Herzliche Gratulation den Schauspielern unter der Regie von Ernst Hechler und Stefan Schärli.